Hallo, heute ist ein richtig schöner Tag für Bücher und ich habe euch auch ein ganz besonders schönes Exemplar mitgebracht. Aber bevor wir dazu kommen, steht hier oben Dauerwerbesendung oder da, weil ich euch jetzt diese Bücher vorstellen werde und das könnte unter Umständen eure Kaufentscheidung natürlich in irgendeiner Weise beeinflussen. Außerdem findet ihr in der Infobox alle Links zu den Büchern und die führen zu Amazon. Und dort sind wir im Partnerprogramm und wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir Prozente. So, damit genug zur Transparenz. Und das Buch, was Sina euch jetzt hier irgendwo eingeblendet hat, war ein Rezensionsexemplar, das ich als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen habe und das darf ich auch behalten. So, warum habe ich zu dem Buch gegriffen, der Buchspazierer? Bücher, natürlich eine große Leidenschaft von mir. Es geht um Bücher, es geht um das Thema Lesen und ich fand, dass das Cover ein ganz, ganz kleines bisschen Ähnlichkeit hat. Natürlich jetzt ein bisschen, naja, zwei Leute auf einer Bank mit dem Labyrinth der Wörter. Das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich dieses Buch lesen wollte. Und ich muss sagen, es hat 5 Sterne bekommen. Ich finde, ja, ich habe sie auch vergeben, natürlich in dem Moment verdientermaßen. Ich fand es wirklich großartig. Ich habe das Buch total gerne gelesen. Ja, es hat mir sehr, sehr viel zum Denken, zum Nachdenken gegeben über Bücher, über Lesen, über Menschen, über das Leben. Und das fand ich wirklich großartig. Worum geht es eigentlich? Es geht um den 72-jährigen Karl Kohlhoff, so heißt er. Nennen wir ihn jetzt einfach Karl. Karl ist Buchhändler mit Leib und Seele, so wie wir uns alle einen Buchhändler wünschen. Und natürlich ist das Utopie, da wird's, oder vielleicht gibt es ja auch noch ein paar, die wirklich so für Bücher brennen. Abends, wenn der Laden schließt, hat er schon Bücher eingepackt. Das macht er sehr sorgfältig. Und die packt er in seinen Rucksack. Und dann geht er durch die Stadt und bringt die Bücher noch zu ein paar Stammkunden. Die, die einen Tag vorher oder so bestellt haben und er liefert die jetzt halt aus. Er hat sich für jeden dieser Leute, von diesen Kunden, hat er jedem einen literarischen Namen gegeben. So gibt es einen Mr. Darcy, eine Pippi Langstrumpf, eine Effi Briest, einen Herkules und noch andere Charaktere. All diese Leute sind alle ganz besonders. Und er macht das schon seit Jahren. Er kennt mit seinen Schuhen, wenn er über das Pflaster geht, kann er die Augen zumachen. Er weiß genau, an welchem Punkt er gerade ist in der Stadt. So oft ist er diese Wege abgegangen. Eines Tages taucht ein 10-jähriges, also 9-jähriges Mädchen, weil sie wird bald 10, ein kleines Mädchen bei ihm auf, die ihn schon sehr lange von ihrem Zimmer aus beobachtet hat. Und sie will jetzt mitgehen. Das ist ihm eigentlich überhaupt nicht recht. Das ist seine Runde. Er kann mit Kindern sowieso nicht, dass er Kinder nicht mag, aber er hat den Kontakt zu Kindern halt ein bisschen verloren. Und die Kleine ist sehr helle. Sie ist ihm ebenbürtig, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen überlegen. Sie besteht darauf. Sie will mitgehen. Sie geht einfach mit. So, und damit fängt auf der einen Seite eine Freundschaft an, auf der anderen Seite sieht er durch die Augen der Kleinen viele Sachen wieder ganz anders. Und das fand ich sehr schön. Ich mag ja auch diese generationsübergreifenden Freundschaften. Das sind so Geschichten, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ja, aber er ist halt schon 72 Jahre alt und in dem Buchhandel hat die Tochter seines alten Chefs und Freundes übernommen. Und die sieht den Karl nicht besonders gerne. Erstens hat er schon sehr viel PR bekommen für seine Buchspaziererei. Und das andere ist, sie hat ihm auch, glaube ich, so ein bisschen die Sympathie, die Liebe des Vaters, sie halt ein bisschen eifersüchtig gemacht. Weil es war immer der Karl, der großartig mit den Kunden kann und es kommen so viele Kunden und alle möchten eigentlich von Karl ein Buch ausgesucht bekommen. Ja, ja, da kann man dann ja natürlich auch ein bisschen mucksch werden. Aber sie wird nicht nur mucksch, sie ist also schon sehr eifersüchtig. Ja, aber das ist so im Grunde die Geschichte eines Mannes, der jeden Abend seine Runde dreht und Bücher austeilt an oder
ausliefert an Menschen, die ihm natürlich über die Zeiten sehr vertraut geworden sind. Ja, was mir sehr gefallen hat, ist, es geht natürlich ums Lesen, es geht um Bücher, es geht aber auch um die Menschen hinter diesen Büchern, also um die Leser. Es gibt Menschen, die halt nicht ihr Haus verlassen wollen, aus den verschiedensten Gründen. Und das mochte ich an dem Buch auch sehr, sehr gerne. Ihr bekommt immer eine Begründung, warum derjenige also nicht mehr aus dem Haus gehen mag oder warum er so isoliert ist, warum er nicht in die Buchhandlung geht, sondern sich die Bücher von Karl bringen lässt. Es ist halt eher ein ruhiges Buch. Es konfrontiert den Leser allerdings auch mit Themen, denen man vielleicht auch manchmal ein bisschen aus dem Weg gehen möchte. Aber das ist alles so geschrieben worden, dass ich damit gut umgehen konnte. Es ist halt ein Sinnbuch. Es ist ein Buch für Menschen, die vielleicht noch nach ein bisschen mehr Sinn suchen, die gerne Sachen hinterfragen oder auch mal wieder mit anderen Augen sehen möchten. Ja, Kritikpunkte habe ich bei diesem Buch eigentlich keine. Ich weiß aber, dass viele vielleicht sagen, okay, es könnte ja so passieren, aber es ist schon ein bisschen unrealistisch. Ja, kann man so sagen, dass manche Sachen da in diesem Buch halt dann auch ein bisschen unrealistisch wirken, obwohl da nichts mit Magie dabei ist. Also das sage ich gleich, ihr wisst, ich lese auch ganz gerne Fantasy, aber das ist ein völlig unmagisches Buch, es sei denn, man bezeichnet die Sympathien und zwischen den Menschen vielleicht nicht auch ein bisschen als Magie. Für wen ist das Buch nichts? Also wer natürlich kein leidenschaftlicher Leser ist oder Bücher nicht wirklich liebt oder sich mit dem Lesen und Büchern und Lesern und so weiter auseinandersetzen möchte, für den ist das, denke ich, auch eher weniger. Es gibt halt Themen wie zum Beispiel häusliche Gewalt, die angesprochen werden. Es gibt... geht natürlich auch um das Altern und die Probleme, die mit dem Altern kommen. Dass man dann halt auch nicht mehr so kann. Es stirbt auch jemand in dem Buch. Und das sind natürlich auch alles Themen, vielleicht möchte man sich damit nicht konfrontieren. Natürlich geht es auch sehr um Einsamkeit. Darum vielleicht auch isoliert zu sein. Oder man hat sich selber isoliert. Das sind halt Themen, da stößt man in diesem Buch halt drauf und das sage ich jetzt einfach ein bisschen zur Warnung, falls ihr euch nicht damit gerade auseinandersetzen möchtet. Ich konnte das alles gut lesen, es war nichts, was mich wirklich bedrückt hat. Natürlich ist eine Freundschaft zwischen einem wildfremden Menschen und Mann, der auch schon älter ist, und einem 9-jährigen Kind sehr ungewöhnlich und wird ja in unserer Gesellschaft auch mit einem vorsichtigen Auge beobachtet. Das kam hier eigentlich ein bisschen zu kurz. Keiner hat das wirklich so hinterfragt, außer nachher vielleicht ein paar Lehrer, wo er sich, naja, das kann ich euch jetzt ja auch nicht erzählen, aber auf alle Fälle, es ist halt, sind andere Gründe, warum der Vater das dann vielleicht nicht ganz so toll findet. Ich muss sagen, dass mir das Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Es hat mir auch gut getan. Wie gesagt, ich gucke mir auch gerne mal andere Perspektiven an oder hinterfrage die Dinge nochmal und das hat mir sehr viele Denkanstöße gegeben. Es ist schön erzählt. Es ist natürlich auch ein bisschen traurig, aber nicht übermäßig. Es ist nicht belastend traurig. Jedenfalls hat es mich nicht belastet. Es hat auch schöne Momente. Es hat auch witzige Momente. Dieses 9-jährige Mädchen ist sehr aufgeweckt und neugierig auf das Leben. Und das fand ich toll. Und das ist uns ja oftmals, auch gerade wenn man älter wird, ein bisschen abhandengekommen, wenn das Leben ein bisschen zur Routine wird. So, ähnliche Bücher. Und da habe ich jetzt das Augenmerk hauptsächlich halt auf Lesen, Leser, Bücher gelegt und nicht auf die Dramen, die vielleicht mit den einzelnen Personen halt einhergehen. Das erste Buch, das wir euch rausgesucht haben, ach nein, ich muss ja erstmal gerade das Buch euch jetzt vorstellen, das ich als E-Buch gelesen habe, das ich also so nicht habe. Sina muss das einblenden und ich möchte es ihr auch möglichst einfach machen. Und das ist Amy und die geheime Bibliothek. Ihr wisst, ich habe euch die Ohren voll geschwärmt von diesem Buch. Es war ganz, ganz großartig, ein schwarzes Mädchen, das halt irgendwann dahinter kommt, dass die Bücher zensiert werden, dass sie nicht mehr die Bücher lesen kann, die sie gerne lesen möchte und sie wehrt sich dagegen mit
Erfolg mit mehr oder weniger Erfolg, sagen wir es halt so. Es ist jedenfalls ein ganz großartiges Buch, ein Kinderbuch, das seht ihr auch schon am Cover. Es ist wirklich empfehlenswert und ich finde, dass das einfach viel zu wenige Menschen gelesen haben, das müsste eigentlich viel, viel bekannter sein. Ihr findet zu diesem Buch aber noch eine ganz ausführliche Buchvorstellung auf unserem Hauptkanal Glimmerfee. Wir machen das jetzt erst seit ein paar Wochen, dass wir die Einzelvorstellungen hier hochladen und die anderen Buchvideos auf dem anderen. Da findet ihr jedenfalls die Einzelvorstellung. Sina wird euch das sicherlich auch verlinken. So, dann haben wir Das Labyrinth der Wörter von Marie-Sabine Rocher. Ach ja, und das war halt auch ein Rezensionsexemplar. Wenn ich das mal vergessen sollte, hier, ihr findet das aber auch unten bei den Links. Ein Sternchen bedeutet Amazon-Link und zwei Sternchen nochmal, die dahinter sind, dann war es ein Rezensionsexemplar. Falls das hier mal untergeht. Ich weiß das auch nicht immer mehr. Nicht immer mehr. So, Marie-Sabine Rocher, Das Labyrinth der Wörter, war auch ein Rezensionsexemplar. Das Buch wurde verfilmt mit Gérard Depardieu. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, lest lieber das Buch. Ich fand den Film nicht so schön, nicht so beeindruckend, nicht so nachwirkend wie dieses Buch, in dem es halt um eine alte Dame geht, die Probleme mit den Augen hat, die auf einer Parkbank diesen Mann kennenlernt. Ich weiß gar nicht, Germain heißt er. Er ist gutmütig, er ist ein Klotz von einem Mann. Denkt euch jetzt wirklich Gérard Depardieu. Er wäre oder ist ja auch das Paradebeispiel jetzt für diesen Mann. Und er ist gutmütig, er ist ein gutmütiger Riese, aber er hat Probleme mit dem Lesen. Und die Frau, diese alte Dame, eröffnet ihm halt die Welt der Bücher und es gibt eine Freundschaft, die ja auch durch Generationen getrennt ist, aber es ist ein Miteinander und der eine hilft dem anderen und ich fand das wahnsinnig schön, das Buch. Also das kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr etwas Schönes über Bücher und Menschen, die lesen möchtet. So, dann habe ich hier Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Bissell. Das war auch ein Rezensionsexemplar. Hier geht es um einen Antiquar, der in Schottland, glaube ich, hier in Schottland ein Antiquariat halt hat. Und er erzählt halt aus seinem tagtäglichen Leben als Buchhändler, wie er die Bücher einkauft, wie über die Kunden, die reinkommen. Und sein großer Verdruss ist halt Amazon. Er hat, glaube ich, auch so eine Dartscheibe oder sowas sich aufgebaut mit Amazon drauf, mit Immermann drauf, weil er sich dadurch natürlich auch bedroht fühlt über die Sachen, die man sich einfallen lässt, um doch noch Leser in die Buchhandlungen zu locken. Und von daher fand ich das sehr interessant. Ich war nicht hundertprozentig glücklich mit dem Buch, weil ich den Buchhändler absolut aber ich fand ihn halt unsympathisch. Aber dazu findet ihr auch schon eine ausführliche Buchvorstellung auf dem anderen Kanal. So, und das war übrigens kein Roman, das ist, die Buchhandlung gibt es wirklich, den Antiquariat, ja, gibt es wirklich wichtig und es ist halt wie ein Tagebuch auch geschrieben. So, diesen Mann, den ich euch jetzt zeige, werdet ihr wahrscheinlich kennen. Es ist Christoph Biemann und er hat geschrieben das Buch Buchstabenzauber, wie sie ihr Kind fürs Lesen begeistern. Und kennt ihr das Gesicht? Ja, hier kommt sie, die Maus, und der kleine Elefant trottet hinterher. Er hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, ein Buch zu schreiben, wie bekommt man Kinder, die keine Lust haben zu lesen, ans Buch. Und vielleicht bringt man sich auch selber wieder ein bisschen ans Buch und ans Lesen, wenn es einmal wieder gerade aus irgendwelchen Gründen ist alles andere wichtiger und bequemer und so weiter. Warum Bücher lesen? Und dafür gibt es ganz, ganz viele gute Gründe. Und es gibt auch ganz, ganz viele Methoden, wie man Kinder wieder ans Lesen bringt. Und ich fand das sehr, sehr schön geschrieben. Es ist, was heißt schön geschrieben? Es ist flüssig geschrieben und mit schönen Beispielen, was man machen kann. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man Kinder hat und die möchten vielleicht nicht lesen. So, Anmerkung von mir. Hallo, es war ein Rezensionsexemplar. Genau. Gut, so, jetzt ist es aber vorbei mit dem Rezensionsexemplar. So, Katharina Marenholz und Dawn Parisi, Literatur, eine Reise durch die Welt der Bücher. Das ist ein richtig schönes Buch, wenn ihr euch mal ein bisschen schlau machen möchtet, zum Beispiel über, ja, das ist immer so,
Die Drei-Groschen-Oper zum Beispiel. Dann habt ihr hier die Handlung, die wichtigsten Charaktere. Ihr könnt mitreden, worum es denn in diesen Büchern geht. Schauen wir mal gerade, was haben wir hier. Tod eines Handlungsreisenden zum Beispiel. Immer mit diesen Illustrationen dabei. Ihr bekommt hier halt einen guten Überblick über die Bücher, die man eigentlich gelesen haben sollte. Und ich habe manchmal auch keine Lust auf Klassiker. Und von daher, wenn man dann was nachgucken möchte und man möchte wissen, ja, worum ging es denn da jetzt eigentlich genau? Man will ja irgendwo eine Vorstellung haben, weil man mal wieder gerade drüber gestolpert ist. Ist dieses Buch wirklich toll? Ja, und jetzt kommt ein Buch. Ich habe mich damals riesig gefreut. Ich habe es entdeckt auf dem Flohmarkt, habe gesagt, oh, das muss ich haben. Und ich habe es mir gekauft. Ich habe gar nicht groß diskutiert und gar nicht groß lange geguckt. Ich habe es gekauft und es war meins. Von Rainer Moritz und Ritu Gundli, die schönsten Buchhandlungen Europas. So, und ich weiß, ich merke es, jetzt geht bei vielen von euch so bum bum, das Herz klopfen los, ein Buch über Buchhandlung und dann noch so ein großer Wälzer, eine richtige Schönheit, von außen zumindest. Aber ich fand es von innen also sehr nüchtern und ich fand auch nicht, dass das wirklich die schönsten Buchhandlungen der Welt sind. Also zum Beispiel das hier würde mich überhaupt nicht ansprechen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo es ist. Also ich finde die Bilder einfach nicht so schön. Und ich muss sagen, ich war eigentlich ziemlich enttäuscht. So leid mir das tut. Zum Beispiel, das wäre eine Buchhandlung, die mich überhaupt in keinster Art und Weise ansprechen würde. Es wäre mir viel zu nüchtern. Ich finde, da geht einfach der Zauber des Buches völlig verloren. Dann gibt es natürlich noch schöne alte Buchhandlungen. Ich weiß gar nicht, wo ist es hier. Ist ja auch egal. Ihr seht jedenfalls, ihr habt jede Menge Bilder und ihr habt auch die Geschichten dieser Buchhandlung. Wie gesagt, es war nicht hundertprozentig meins. Ich würde es mir heute nicht nochmal kaufen, das sage ich jetzt ganz ehrlich dazu. Aber ich weiß, ganz viele sind halt absolut buchverrückt oder die möchten mal durch Europa reisen und sagen, oh, wir gehen jetzt mal nach diesem Buch und wir gucken uns die Buchhandlung an und die Buchhandlung und die, dann ist das natürlich eine großartige Idee. Oder wenn man jemanden kennt, der Buchhändler ist oder der davon träumt, eine Buchhandlung aufzumachen, ist dies hier mit Sicherheit fantastisch und ich könnte das natürlich gleich noch dazu empfehlen, weil das wirklich mal ja den Blick hinter die Kulissen auch gibt. Also wie gesagt, ich war hochbegeistert, ich war hocherfreut. Ich finde, von hinten sieht es auch, sind auch sehr schöne Bilder, aber das, was ich euch eben gezeigt habe, ist eigentlich so ziemlich repräsentabel für das Buch. Und ich muss sagen, mich haben die Bilder nicht angemacht. Es hat für mich nicht das rübergebracht, was für mich eine Buchhandlung ist. Ich finde, Buchhandlungen müssen auch noch etwas Gemütliches haben. Natürlich müssen sie übersichtlich sein, aber nennt mich da altmodisch. Ich mag es halt, wenn es wirklich, naja, schon fast wie ein Antiquariat wirkt, aber nicht ist. So, ich hoffe, ich konnte euch Lust auf Bücher machen. Wenn ihr noch irgendwelche guten Bücher über das Lesen, wie man jemanden zum Lesen bringt oder auch Buchhandlungen oder so etwas zum Thema haben, also wenn es da irgendwelche Bücher gibt, die ihr empfehlen könnt, lasst es uns und die anderen wissen, denn nicht nur wir lesen die Kommentare, die anderen erfreuen sich auch darüber. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Bis zum nächsten Mal.